Einen solchen Kimono könnt ihr heute mit mir nähen. Wir schneiden alle Teile gemeinsam zu und ich zeige euch die einzelnen Nähschritte. Herzlich willkommen bei Mondgöttin. Auf meinem Kanal geht es um Nähen, DIY und Upcycling. Hier seht ihr ein paar meiner bisherigen Anleitungen. Für den Kimono gibt es kein Schnittmuster. Alle Teile werden ausgemessen und so zugeschnitten. Für Vorder- und Rückteil brauchen wir einmal den Brustumfang. Diesen teilen wir durch 2. Und 15 cm hinzu für die Bewegungsfreiheit. Bei mir sind das 65 cm. Den Kimono kann man aus dehnbaren Stoffen nähen. Ich habe schon Jersey und Viskose-Jersey benutzt. Heute zeige ich euch das mit Jersey. Das würde ich für Anfänger auch empfehlen. Für eine Rückenlänge von 80 cm benötigt ihr ca. 1,50 m Stoff. Stoffbreite 70 bis 80 cm. Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, welche Konfektionsgröße ihr tragt. Das ist schon eine ganze Menge Stoff und beim Zuschneiden manchmal ein bisschen schwer zu handeln. Daher den Stoff erstmal doppellagig ausbreiten und dann, wie ihr hier seht, nochmal aufeinanderlegen. So, die Webkanten aufeinander. Und dort erstmal eine gerade Kante schneiden. Von dieser geraden Kante aus messen wir jetzt den Halsausschnittstreifen. Der ist 12 cm breit. Und den Streifen schneiden. Die Streifen erstmal zur Seite legen, die brauchen wir später erst wieder. Jetzt schneiden wir erstmal Vorder- und Rückteile zu. Dafür den Stoff wieder auseinanderklappen und schön glatt streichen. Die obere Schnittkante ist vielleicht noch nicht ganz gerade, also bitte einmal gerade schneiden. Jetzt ist die Kante auch schön gerade und jetzt messen wir von dort oben 85 cm nach unten und machen dort einen Schnitt durch den kompletten Stoff. Das untere Stück legen wir erstmal zur Seite, daraus schneiden wir später die Ärmel zu. Jetzt ist es soweit, jetzt brauchen wir das Maß vom Anfang. Bei mir waren das ja 65 cm. Von der oberen Schnittkante aus messen wir die jetzt nach unten und schneiden den Streifen ab. Für alle, die ein größeres Maß haben, reicht die Stoffmenge, die ich am Anfang angegeben habe, nicht. Jetzt haben wir zwei Teile, 65 x 85 cm. Das eine legen wir mal beiseite, das ist das Rückenteil. Aus diesem Teil sollen jetzt die zwei Vorderteile werden und dafür klappen wir das mal aufeinander und schneiden an der Vorderkante 2 cm ab am Bruch. Dadurch, dass wir am Stoffbruch schneiden, schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir teilen das Vorderteil halt in zwei Vorderteile und wir schaffen etwas Platz in der vorderen Mitte, also 2 cm abschneiden. Das sind jetzt unsere zwei Vorderteile. Die legen wir jetzt wirklich nur ganz kurz zur Seite, um das Rückenteil auszubreiten. Mit der rechten Seite nach oben. So, jetzt werden die beiden Vorderteile ganz genau an die Kanten von dem Rückenteil, an die Außenkanten von dem Rückenteil gelegt. Also die schmale Seite oben, da konstruieren wir uns gleich die Schulternaht und halt die Seitenteile aufeinander. Das ist ja dann quasi die Seitennaht. Das geht natürlich sehr gut, schön rechteckige Form. Und mit Jersey ist das halt auch ein bisschen einfacher zu handeln als mit Viskose-Jersey. Der ist ja doch eher ein bisschen flutschig. Ja, jetzt ziehe ich das noch ein bisschen zu mir ran. Normalerweise würde ich jetzt aufstehen und mich drüber beugen, aber ich glaube, dann würdet ihr nur noch meinen Hinterkopf sehen und das wäre jetzt nicht so effektiv. Also ranziehen. Und dann brauchen wir das Lineal. Handmaß, Lineal, was auch immer. 5 cm abmessen an beiden äußeren Kanten und markieren. Dadurch, dass wir da 5 cm nach unten gehen mit dem Schulterpunkt, ist die Jacke nicht so kastig. Also verbinden wir diesen Punkt mit der Ecke. Was heißt verbinden? Wir legen da jetzt das Lineal an und schneiden da mal munter drauf los. Und das gleiche auf der anderen Seite.
Ja, wann hat man die Schulternähte schon mal so schön aufeinander liegen? Also das Ganze jetzt mit ein paar Klammern fixieren. Ich nähe das jetzt mit der Overlock von links nach rechts in einem durch. Das kann man natürlich auch mit der Nähmaschine nähen. Versäubern muss man Jersey ja eigentlich nicht. Die Nahtzugabe habe ich in den Rücken gebügelt. Und jetzt müssen wir den Ausschnitt noch ein bisschen schöner machen. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so schön tragbar. Dafür nehmen wir nochmal ein Lineal und messen 7 cm von der hinteren Mitte auf das Rückenteil und markieren das. Jetzt geht es an die Ausschnittkante, 20 cm rechts und links an den Vorderteilen markieren. An der rechten und linken Schulter jeweils 3 cm auf der Schulternaht markieren. Um sicher zu sein, dass beide Ausschnittkanten gleich sind, legen wir jetzt das Vorderteil rechts auf rechts, die Ausschnittpunkte aufeinander und die Schulternähte aufeinander und schneiden das dann so in einem zu. Für das Teil am Rücken, es hat ja nicht jeder ein Schneiderlineal zu Hause, am besten irgendwas Rundes suchen, was gut dazu passt. Das passt bei mir ganz gut auf die Markierung von der hinteren Mitte bis zur Schulternaht. Für die Markierung von der Schulternaht bis zur vorderen Mitte reicht ein Lineal. Ich zeichne das hier einfach mit einem Bleistift ein. Auf der weißen Rückseite geht das sehr gut. Und als nächstes entlang der Markierung schneiden. Ich nehme dafür super gern den Rollschneider. Da verrutscht nichts beim Schneiden. Und das Ganze mal aufklappen und mal schauen, wie der Halsausschnitt geworden ist. Ja, das sieht doch gut aus. Aber mit diesem Teil arbeiten wir jetzt nicht weiter. Jetzt geht's erstmal mit den Ärmeln weiter. Dafür nehmen wir uns die beiden Teile, die wir vorhin zur Seite gelegt haben, und schneiden daraus ein 45 mal 45 cm großes Stück zu. Das heißt, wir schneiden zwei zu, weil der Stoff doppelt liegt und wir ja auch zwei Arme haben. Sonst wäre schon ein bisschen blöd. Also bei mir geht der Ärmel so circa bis zu den Handgelenken. Wenn ihr natürlich länger oder kürzer haben wollt oder halt auch natürlich auf eure Körpergröße angepasst, müsst ihr in der Länge vielleicht ein bisschen ja, ausmessen, wie lang es sein soll. Aber letztendlich kann man das Ganze ja auch nachträglich vielleicht noch ein bisschen anpassen. Jetzt wird mal wieder geschnitten. Und dann klappen wir das obere Teil schon mal rechts auf rechts, genau aufeinander, um halt den Punkt zu markieren, der dann auf die Schulternaht trifft. Und das gleiche machen wir dann bei dem anderen Teil auch. Wie ihr seht, habe ich das Hauptteil ausgebreitet und bin jetzt dabei, die Ärmel anzusetzen. Also nach dem Punkt schauen, da ist er. Und der kommt jetzt genau auf die Schulternaht. Und der Rest wird dann halt einfach an der Kante festgesteckt oder geklammert. Das machen wir dann auf der anderen Seite genauso und dann nähen wir die Ärmel fest. Ausgebreitet schaut das jetzt so aus. Rechts und links die angenähten Ärmel. Und jetzt nähen wir das Ganze zu einer Jacke. Also man sieht dann gleich schon die Form. Dafür legen wir die Ärmel rechts auf rechts und die Seiten rechts auf rechts und stecken das fest. Wenn ihr das auf beiden Seiten gemacht habt, dann einmal entlang nähen, rechts und links. Ich mache das mit der Overlock. Ja, die Seitennähte sind jetzt geschlossen. Dann können wir das Ganze mal wenden. Ja, und
Das sieht doch schon richtig gut aus. Das ist doch schon mal das erste Erfolgserlebnis. Es sieht nach einer Jacke aus. Jetzt geht es an die Breitenblenden für die vordere Ausschnittkante. Und dann nehmen wir uns die beiden Stücke zur Hand. Und die kurzen Seiten legen wir rechts aufeinander, stecken das kurz fest und nähen das. Die Naht ein bisschen bügeln und dann die langen Seiten links aufeinander legen und ebenfalls bügeln. Ein Streifen wäre zu kurz gewesen, die beiden Streifen zusammengenäht sind jetzt allerdings viel zu lang und jetzt müssen wir kurz den Ausschnitt vermessen. Das heißt, unten lassen wir 5 cm frei für den Saum und dann messen wir von den 5 cm bis zur hinteren Mitte und merken uns dieses Maß. Jetzt nehmen wir uns den Ausschnittstreifen und von der Naht her legen wir ihn doppelt aufeinander und schneiden an dem eben gemessenen Maß ab. Der Ausschnittstreifen ist jetzt fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch unten einmal rechts auf rechts, das heißt also an beiden Seiten, also zweimal ein bisschen stecken und dann mit der Nähmaschine 1 cm Abstand nähen. Nach dem Nähen die Nahtzugabe auf circa einen halben Zentimeter zurückschneiden und den Streifen dann wieder auf rechts wenden. Dann suchen wir uns die Naht vom Ausschnittstreifen und legen die mit den offenen Kanten halt rechts auf die hintere Mitte und stecken dann den Streifen am gesamten Ausschnitt fest. Wir haben den ja in der passenden Länge zugeschnitten und genäht. Unten sollten dann 5 cm frei bleiben. Jetzt den Streifen mit der Overlock am gesamten Ausschnitt feststeppen. Wenn ihr keine Overlock habt, mit der Nähmaschine geht das natürlich auch. Jetzt fehlen noch zwei Sachen, nämlich der Saum und der Ärmelsaum. Jetzt machen wir erstmal den Saum. Hier werden auf der gesamten Länge 1 cm umgeklappt und gebügelt. Das funktioniert natürlich am besten am Bügelbrett. Den Halsausschnittstreifen legen wir jetzt wieder auf die Seite des Vorderteils. Und wie ihr hier sehen könnt, klappen wir jetzt den Saum rechts auf den Ausschnittstreifen und stecken das fest. Hier ein bisschen, da fixiere ich das noch, damit das nicht so verrutschen kann. Dann nähen wir mit der Nähmaschine dieses kurze Stück auf dem Ausschnittstreifen fest. Das müssen wir natürlich auf beiden Seiten machen. Dann wenden wir das, ziehen den Ausschnittstreifen so raus, zuppeln das ein bisschen zurecht und da sieht man noch den umgebügelten Zentimeter. Auf der ganzen Länge habe ich das jetzt festgesteckt und dann kann ich den Saum nähen. Ja, zu guter Letzt kommt jetzt noch der Ärmelsaum dran und da, ja, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie lang ihr den Ärmel haben wollt, wie lang eure Arme sind. Also auch da mache ich es wieder so, dass ich 1 cm einbügel und dann dementsprechend die Ärmellänge bestimme. Dann habe ich keine offene Kante. Das Ganze nähe ich dann. Die Jacke im Kimono-Stil ist fertig. Die Ärmel, die ihr übrigens die ganze Zeit im Bild seht, sind von einem Kimono aus Viskose-Jersey. Das ist ein bisschen schwieriger zu nähen. Macht aber auch Spaß und fällt sehr schön. Wie immer gilt, ich freue mich, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst oder noch besser, ihr abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis dann. Ciao.